Let's play Outlast. Ich begrüße euch zurück hier in dieser wunderbaren Gummizelle, in der wir am Ende der letzten Folge aufgewacht sind, nachdem uns dieser wahnsinnige Pfarrer da, oder Priester vielmehr, betäubt hat. Für mich ist das eine neue Aufnahmesession. Falls ihr euch wundert, warum ich das immer sage, es liegt einfach daran, ich will nicht, dass ihr euch wundert, wenn ich plötzlich irgendwelche Sachen, die für euch vielleicht gerade eben erst passiert sind, wenn ich die nicht mehr weiß oder so. Ist für mich jetzt schon ein Weilchen her, aber ich glaube, ich habe noch alles im Kopf. So, wir können uns hier verstecken, was für mich schon mal ein Zeichen ist, dass wir das bestimmt auch gleich tun müssen. Und jetzt gehen wir mal... Kommen wir da raus eigentlich? Ah, hallo. Ist der noch da? Ich glaube, der ist weggerannt. Also, Entschuldigung, dass ich gerade so geschrien habe, aber irgendwie... habe ich heute wieder einen von meinen... Es ist immer doof, ich merke das immer, bevor ich anfange aufzunehmen. Es gibt so Tage, da bin ich eher hyperaktiv und es gibt Tage, da bin ich eher ruhig. Heute ist ersteres der Fall. Wie geht es mal mit dem... Ah. Unten ist einer. Da ist Blut an der Wand. Das ist ja in diesem Spiel jetzt nichts Besonderes. Ach, guck mal, da ist der nächste. Ey, Alter, hör auf damit. Du glitschst in die Textur rein. Aber Alter, was hat der denn für Probleme? Boah, das Geräusch, Alter. Alter, was hat der denn für Probleme? Ist es nicht der, der uns gerade hier rausgelassen hat? Also so indirekt. Ich mach hier mal zu. Wobei, ich mach lieber auf. Wer weiß, ob wir uns nicht noch gleich verstecken müssen. Wäre jetzt in diesem Spiel nicht so unüblich. Gott sei Dank. Juhu! Irgendwelche Zellen von... irgendwelche Zellen von Verrückten. Das kenne ich nur aus Nightmare House. Das war auch toll. Okay, wir sind im B-Block. Oder Block B wahrscheinlich eher. Mann. Bin eigentlich ganz froh, dass wir durch rein müssen. Ach, guck mal, da ist noch einer. Sieht auch nicht mehr ganz frisch aus. Ich glaube, dass die uns nichts tun. Ich glaube, die laufen einfach nur zum Spaß hier durch die Gegend. Kein Schlaf mehr. Ich lese das jetzt mal nicht immer vor. Jetzt hier rein. Ich bin eigentlich ganz... Hallo. Hallo? Entschuldigung. Entschuldigung, mir ist es gerade ungebracht zu lachen, aber das sieht so geil aus. Das sieht aus, wie wenn du zu einer richtig geilen Mucke tanzt. Alter, der geht ab. Ja, Gott sei Dank. Bäh, ist das hier unten. Du läufst aus, Kollege. So geil du auch tanzt. Okay, da ist einer. Mach ich, okay, kann ich dazu machen? Wobei ich das Gefühl habe, dass auch der sich nicht wirklich für uns interessiert. Ich guck mal, ob da drin vielleicht eine Akte liegt. Was? Okay. Alter. Unten ist auch nichts. Okay, also ich gehe jetzt mal nicht zu dem rein. Sehe da jetzt keinen großen Sinn drin. Who's this? Oh. Maybe Father Martin's man. Hallo? Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Ja, die Herren, nett sie kennenzulernen. Bei ihnen auch alles in Ordnung soweit. Ja, ich hätte auch gern ihre Ohren, hätte ich gern, die sind sehr hübsch. Alter, was sind das für creepy Gestalten?
An dieser Stelle weiß ich, dass die Herren unten nichts anhaben. Da werde ich jetzt allerdings nicht genau hinfilmen oder so, weil ich mir da nicht sicher bin, wie empfindlich YouTube da reagiert, weil Gronkh beispielsweise, nee, GameTube oder Gronkh, einer von beiden, die ich weiß nicht, die hätten da ein bisschen Probleme, mussten das rauspixeln. Deswegen provoziere ich das jetzt mal nicht. Und geh mal zu den Herrschaften runter, wenn ich nicht glaube, dass es hier... Hallo? War das wieder der Typ? Ich glaube, der rennt hier gerade immer ein bisschen rum. Und die Framerate macht schon wieder ein bisschen zicken, aber lag, glaube ich, dran, dass er gerade gespeichert hat. Okay, also hier geht's in die Zellen rein teilweise. Was? You look like you've seen a ghost. Was? Was war das gerade für eine Taste? Diese Tasten... Ne, die sind noch da. Ich dachte gerade, die sind jetzt weg. Hat sich dieser Klavierton da gerade, das hat sich ein bisschen... Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob die mir die nichts tun. Ist hier hinten was? Eine Batterie oder Akte oder sowas? Ne. Gehen wir da rein. Gott sei Dank. Können wir uns verstecken? Also könnten wir. Ich habe vor dem ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. Ich glaube, wir sollten dem nicht in seine Laufbahn reingeraten. Sleep no more. Space alone. Leave me alone. Jetzt auch noch rein. Relativ entspannt, solange da keiner drin sitzt. Ich finde, die sehen alle dem Priester ein bisschen ähnlich irgendwie. Dass denen nicht so gut geht, das ist ja wohl offensichtlich. Alter, leck mich am Arsch. Idiot. Das Gute an dem gerade war, dass ich da runtergeklickt habe, deswegen hat man es nicht gesehen, aber ich habe es im Augenwinkel noch gesehen. Boah, ich hasse sowas. Also da waren wir schon. Guckt ihr uns an? Oh, nee. Ich glaube, wir sind denen schon ziemlich egal. Das hoffe ich zumindest. Boah, da geht's rein. Warum sagt mir das keiner? Ist einer drin? Ja, okay. Ich gucke mich auf jeden Fall mal in jeder Zelle um. Soweit es geht, weil ich auf jeden Fall, soweit es geht, alle Akten einsammeln möchte. So, vor Rollstuhlfahrern sollte man sich in diesem Spiel ja im Acht nehmen, haben wir gemerkt. Deswegen lasse ich den mal in Ruhe, lieber. Und ich hoffe, dass mich der Typ von hinten jetzt nicht gleich irgendwie angrallt. Science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Okay. Sie behaupten, es sei Wissenschaft. Da geht's wohl um das, was sie mit denen hier angestellt haben. Oh Mann! Was soll denn das? Lass mich doch in Ruhe machen. Das ist jetzt das dritte Mal, dass es so eine Szene ist und zum dritten Mal erschrecke ich zu Tode. Warum bin ich denn heute Abend so schreckhaft? Gut, vielleicht weil heute Abend, eher gesagt, heute Morgen ist. Okay, da geht's rein. Rein? Vor dem habe ich irgendwie Schiss. Der wirkt psychisch leicht angenockt. Und körperlich auch. Unpassender Witz. Also da geht's rein. Warte, dann gucken wir zuerst. Boah, ich sollte die nicht so schlackern. Oh, oh. Okay, da ist einer drin. Ja, den lassen wir einfach mal da drin sein. Boah, nicht hier hinstehen. Geht's nicht rein. Ich lasse jetzt die eine gerade aus. Ah, okay, das war das mit ihm. Ich habe es hier ausgelassen, weil hier geht es wahrscheinlich weiter, weil ich wüsste nicht, wo wir sonst hin sollen. Ah ja, das sieht gut aus. Was? Das hört sich ganz und gar nicht gut an. Hä? Können wir jetzt hier durch? Nee. Kommen wir irgendwie durch? Hä? Alter, was sind das für Geräusche? Ah! Was sind das für Geräusche? Wie kommen wir da noch? Ach, genau. Seide.
Fuck! God damn it! What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko! You like to watch? It's sick. You're sick! Alter, was machen die denn hier? Oh, ich bin wieder runtergefallen vor lauter Entsetzen. Leute, was macht ihr hier, um Gottes... Scheint ja ein leichter Anflug von Nekrophilie in der Luft zu liegen. Da wollen wir die Herrschaften, glaube ich, nicht länger beistören. Alter, was ist das für eine Horrorfolge? Ich bin jetzt psychisch schon am Ende, wir haben eine Notiz bekommen. Ach guck, Nekromantie, sag's doch. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier drin zu den weniger schrecklichen Dingen. Ja, das glaube ich auch. Wie kriege ich das erstmal mit Escape und zurück? Perfekt. Also man sieht halt nichts ohne das Licht. Was? Ist da einer? Ah, ja. Achso, ich dachte, der redet mit mir. Hallo, komm zurück. Ich hätte mal gern irgendjemand, mit dem ich vernünftig reden kann, aber ich glaube, in dem, da kann ich hier lang suchen. Da war irgendwas. Ah, Batterie. Aber gut, die brauchen wir jetzt dann eh eine neue. Okay, ach, komm hier eigentlich durch? Nee, wahrscheinlich nicht. Of course not. Ah, meine Fresse, hey. Hier geht's ja ab. Hallo? Ach, jetzt sind wir... Ja, jetzt sind wir hier. Was? Wer geht's denn? Ich kann nicht daran festhalten. Ach, hier können wir entlang. Oh, standen da vorher nicht die zwei Typen? Super, da will ich auch hin. Absolut, hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Nee. Ach, okay, das war das, wo wir vorher rauskamen. Aber hier ging es noch nach rechts. Wobei, na, ist das hier wahrscheinlich auch zu. Ja. Boah, aber also... Entschuldigung, was ist... Die ersten fünf Folgen waren ja in Ordnung, aber jetzt wird's gerade echt heftig. Vor allem, weil ich mir... Das sind so kleine Sachen, da kann man sich halt wirklich nicht mehr dran erinnern, auch wenn man es schon mal gesehen hat. Boah, das geht bestimmt gut. Ah, Glückwunsch. Den zwei Typen hinterher, die unten... Boah, kommt ihr uns hinterher? Boah. God always provides a way. Follow the blood. Oh. Hey. Alter, kommt ihr uns hinterher? Das sah gerade irgendwie so aus, wenn er uns jetzt hinterher rennen würde, aber... Ich glaube nicht. Hoffe ich zumindest mal. Was? God always provides a way. Gott deutet dir immer einen Weg. Folge dem Blut. Folge dem Blutspuren zum Ausgang. Na also, was ist das hier? Kommt jetzt was raus? Dekontaminationskammer. So, ist auch so ein Scheißwort. Super, ich fühle mich irgendwie nicht sicherer. Wie wär's mit dem alten irgendwas Trick, irgendwas unter der Treppe zu verstecken? Nee, in diesem Spiel nicht. Schade. Block A. Okay. Das ist das nächste Ding. Kommen wir da rein? Oh, hier sieht's gut aus. Was? Die Kameras funktionieren alle noch witzigerweise. Wer redet denn da? Follow the blood. Ach, hi. Und, Einziger Ausweg führt nach unten. Down the drain. Durch den Abfluss. Ja, super, da will ich auch rein. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube, der Typ beachtet uns nicht. Ja, guck mal, eine Akte. Nein, das war falsch. Stimmt das hier? Hallo? Ah. Was das? Wahrscheinlich. Blablabla. Betreff Kunstprogramm für Patienten. Patient Vater Martin Archenbaut. Ach, guck mal, der Vater Martin war auch ein Patient. Okay, ich dachte, der sei vielleicht irgendwie der Priester für die Anstalt hier. Könnte ja sein. Naja. Helen. Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archenbaut hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie mir bei der Farbe einsparen,
werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll, Dr. Neil Wolfram. Okay, also Vater Martin hat auch irgendwelche Probleme. Gut, das war klar. Auch er sieht es nicht mehr ganz so gesund aus. Die sehen aber alle aus wie der Priester ein bisschen, finde ich, vom Gesicht her. Aber vielleicht ist es auch einfach der Stil, wie die Charaktere hier aussehen in dem Spiel. So, da kommen wir vermutlich auch nicht durch. Nee. Geht's jetzt down the drain? Nicht gut. Ich fühle mich hier schon mal gar nicht wohl. Inactive. Wenn du die Tür schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Was? Welche Verfolger? Hör auf mit sowas. Ach, sind wir hier? Okay, ja klar, logisch. Okay, also hier geht's lang. Oh Gott, das sieht mir verdammt nach einer Fluchtsequenz aus. Oh, nee, nicht schon wieder. Wir hatten doch erst in diesem Keller da. Okay, also hier geht's lang. Hallo? Da ist jemand. Ich sehe dich genau. Alter, ich habe keine Lust. Ich hoffe, der ist eingesperrt. Ja, ich glaube schon. Oh, super, da sind Schränke. Gutes Zeichen. Können wir Computer irgendwas? Hier irgendwie? Nee. Alter, der Schatten. Gut, dass wir nicht irgendwie gruselig aussehen. Okay, also der... Dem sind wir egal. Das ist schon mal gut. Hier drin ist nichts mehr. Ich könnte mal die Tür zumachen. Wobei, vielleicht muss ich auch rausrennen. Ah. Wow. They were rituals. A conjuring. Okay, keine Experimente, Rituale, Beschwörung. Also hier geht ganz sicher was vor, was ein bisschen, wie soll man es sagen, ein bisschen was Übernatürliches. Okay, also hier können wir uns verstecken, das können wir uns schon mal merken. Hier geht es uns nicht weiter. Also hier ist auch nichts mehr. Wir eigentlich. Nee, okay. Gut, dann halt in die andere Richtung. Super Idee. Die Schreie sind völlig beruhigend. Und gut, follow the blood. Alles klar, machen wir dann. Hier kommen wir nicht rein, gell? Nee. Super, dann müssen wir. Oh. Lass mich mal kurz was ausprobieren. Wir kommen nachher garantiert von da, springen über den Tisch drüber, sprinten hier entlang, sprinten, 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 sprinten. Darüber und in den Schrank. Können eventuell noch die Tür zumachen. Okay. Das wird witzig. Ich bin jemand, der plant immer gern Sachen, die eventuell gar nicht passieren. Aber ich meine, wenn das hier alles schon, also selbst da drüben an der Tür stand, dass man gleich den Verfolgern kommen muss, da kommt hier schon gleich was. Oh, das hört sich gut an. Ich crouch mal lieber. Oh, das hört sich gut an. Ich wechsle mal die Batterie. Bloß zu sehen, jetzt habe ich fürchte, da haben wir nachher keine Zeit mehr zu. Da sind auch Schränke, okay. Uah, super. Ich vermute, hinter der Scheibe ist jemand. Uah, da ist echt jemand. Okay, da ist einer. Ich glaube nicht, dass der mir wohlgesonnen ist. Da kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Oh, nee. Ich habe keine Lust, ganz ehrlich. Warum? Alter. Oh ne, das ist ja auch noch offen. Wo müssen wir lang? Wahrscheinlich nach da hinten. Oh, shit. Hä, wie soll man an dem vorbeikommen? An dem kommen wir doch nicht vorbei. Vor allem guckt der uns halt genau an. Müssen wir den vielleicht zuerst rauslocken? Der sieht uns doch jetzt. Haha. Okay. Sieht uns halt nicht. Ich merke gerade, oh Gott, wir haben schon ewig überzogen. Wir sind fast bei 20 Minuten. Oh.
Gut, dann machen wir an dieser völlig beruhigenden Stelle mal ein Päuschen. Da bin ich ganz froh drüber. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo es hoffentlich genauso spannend weitergeht. Und ja, also ich bin mit den Nerven jetzt schon leicht am Ende. Das wird eine witzige Session. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.